Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft und ja, willkommen im Chaos. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Hier ist ja alles ein bisschen vollgemüllt. Und zwar bin ich gerade dabei bei Ausgabe 139 der Scharnhorst. Dieses Video, wie ihr am Titel schon erkennen konntet, ist Teil 1 von Ausgabe 139. Ja, und eigentlich ein paar Arbeitsschritte, die ja, vergangene Arbeitsschritte sozusagen. Ja, so einmal sortieren. Was bekommen wir geliefert? Wir bekommen geliefert eine kleine Ätzteilplatte. Da könnt ihr schon mal gucken, was hier alles so drauf ist. Ja, ich möchte da nochmal auf was eingehen. Ich habe ja in der letzten Folge die 136 bis 138 gemacht und so. Und da wurde ich dann voll gelöffelt, von wegen, weil ich ja nichts gezeigt habe an einzelnen Bauschritten. Also wenn ihr irgendeinen bestimmten Bauschritt gerne sehen möchtet, dann kann ich das gerne versuchen zu zeigen. Aber es ist unmöglich, das würde den Rahmen sprengen, so eine einzelne Ausgabe hier komplett zu zeigen. Am Anfang, wenn man dann ein paar Spanten verklebt hat oder und so weiter und so fort, dann war das gar nicht so schwierig, das alles einzeln zu zeigen. Aber hier ist dann, ja, das ist extrem. Hier sind 1, 2, 3, 4 Doppelseiten mit Bauanleitung drin. Und ihr habt ja in dem letzten Mecker-Video quasi, habt ihr ja von mir gesehen, dass ja, die Bauanleitung, dass sie auch etwas vereinfachter werden. Das heißt, man muss sich selber ganz schön den Kopf machen, wie man das alles realisiert und umsetzt. Also es ist nicht jeder einzelne Bauschritt mehr gezeigt, sondern ich sag mal so, als Beispiel, anhand, weil das ist ja von der Sache her noch einfach, geht um diese kleine Plattform. Na, hier, ich zeige euch die mal. So klein ist die auch nicht. Aber die besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, aus 6 Bauteilen. Und dann ist hier dann einmal das fertige Bauteil zu sehen und einmal da, wo es angebracht wird. Und da, wo es dann angebracht wird, aus welchen Positionen das Ganze dann besteht. Das war noch relativ einfach. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen, am Anfang wurde dann gezeigt, nimmst das kleine Plattformdeck, dann kommen die beiden Unterbauten unter und dann kommt die Reling angeklebt. Muss man nicht unbedingt immer alles gleich zeigen, vielleicht ist auch ein schlechtes Beispiel. Aber ja, wie gesagt, man kann nicht alles vernünftig zeigen. Ich versuche das heute mal, weil ich habe einen kleinen Hilferuf bekommen. Und zwar, ich sage jetzt nicht von wem, spielt ja auch keine Rolle, kam eine E-Mail, Mensch, Hilfe, so und so, und kannst du nicht mal zeigen, wie das bei den Ätzteilen, wie du sie auseinandertrennst, weil ich kriege Probleme, die Messer brechen ab und mit dem Cutter geht das nicht und so weiter und so fort. Ich habe das aber auch schon mal gezeigt. Und zwar nehme ich ja hier mein Bastelmesser. Man kann auch, finde ich sie gleich, ja. Axel schwört auf diese Schere von Tamiya. Aber man kommt, ich persönlich schwöre da nicht hundertprozentig drauf. Klar kann man sie gut einigermaßen gut verwenden. Aber man kommt nicht unbedingt bei den kleinen Teilen überall genau da richtig ran. Also ich schaff's nicht. Und ja, mit einem Cuttermesser, glaube ich, braucht man das gar nicht versuchen, sondern mit einem Bastelmesser. Denn das ist schön angespitzt. Also die Schneide ist wirklich sehr dünn. Nun ist das Problem, dass vorne die Spitze, die bricht schnell ab. Ich habe hier mal ein Messer, wo die Spitze abgebrochen ist. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich nehme jetzt mit Absicht ruhig mal das abgebrochene Messer, weil auch damit geht das. Das ist nicht weiter schlimm. Das zeige ich gleich mal. Wir wollen mal gucken, dass wir hier ein Bauteil mal zusammenkleben können, und zwar hier blub, 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 kleben sie da. Für die Funkmessgeräte kommen ja hier diese, ich sag mal, Radarteile, und zwar hier sind sie
Einmal das und einmal das. Vielleicht können wir da vielleicht nachher das mal machen. Ich will noch mal zurückgehen auf Ausgabe, war das 137, weil 138 geht es ja um die Bemalung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bauanleitung alle noch so draußen habe. So, die 136, genau, die 138. Ja, nee, in der 137 kommt ja nachher die Rumpfbemalung. Und in 138 haben wir auch ein paar Erzteile verklebt und die Decks bestückt und so weiter und so fort. Und dann soll man die ja dann anfangen zu bemalen. Ich habe jetzt heute mal einen Anfang gemacht und ich habe draußen zwar nicht bei schönstem Sonnenschein, aber bei einigermaßen warmem Wetter. Trocken, vor allen Dingen ein leichter Hauch Wind, also war das dann gar nicht so schlimm, draußen schön auf der Wiese zu sitzen. Und ich habe den Rumpf ja nochmal nachgespachtelt, weil ich da ja ein paar Stellen noch hatte. Und das habe ich dann heute geschliffen und schon mal einmal grundiert. Und das will ich gleich mal zeigen. Und dann habe ich auch diverse Aufbauten, wie in Ausgabe 138 gefordert wird, habe ich ja auch schon grundiert. Und das will ich euch gleich mal zeigen. Und das, die Teile hole ich mal eben einmal her. So, hier ist er wieder. Und ja, in der letzten Ausgabe konntet ihr hier den Aufbau sehen, wie er aussah, noch in Goldfarben, ne, in Messingfarben. Und ich sag mal so, der ein oder andere verzweifelt ja manchmal so ein bisschen an sich selber, ah, wie das aussieht und bla und bla. Aber ich schwöre euch, und das ist wirklich so. Natürlich muss man gucken, dass man die Erzteile so genau wie möglich alle anbringt und ne, so sorgsam wie möglich das macht. Aber wenn man dann nachher grundiert hat, das ist ja schon mal der erste Punkt, dann, ich hole mal meine Brille, setz mal meine Brille auf, dann ihr werdet euch wundern, wie das Ganze dann schon extrem viel, viel besser aussieht. Natürlich ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Weil hier wird ja auf jeden Fall noch eine zweite Schichtgrundierung raufkommen und dann natürlich nachher der richtige Farbanstrich. Hier zum Beispiel kann man das gut zeigen. Hier sind ja auch an den Seiten viele Teile, die aus mehreren Teilen zusammengeklebt worden sind. Ich zeige das mal ein bisschen dichter. Ja, also ihr seht, ich bin auch nur ein ganz normaler Modellbauer, kein Profi. Und ja, also ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, mir gefällt das. Mir gefällt das richtig gut. Und wenn man dann mit der Grundierung richtig arbeitet, sage ich gleich mal was zu. Ich habe nämlich wieder was dazu gelernt. Hier kann man zum Beispiel noch sehen, dass da noch was fehlt an Farbe. Aber ich finde, Grundierung sollte schon rauf, weil man nicht, dass man dann nachher, dass die andere Farbe nachher dann abgeht. So, hier sind ein paar kleine Fäden dran, kriegt man weg. Also man kann trotzdem immer noch, wenn man hier mal so schaut, die Details sind trotzdem immer noch da und sind zu erkennen. Und zwar, ja, der Tipp war, erstmal hat Axel mir den Tipp gegeben, das wusste ich gar nicht so richtig. Klar steht das da drauf, auf den Sprühdosen steht drauf, 15, also Verarbeitungstemperatur 15 bis 25 Grad Celsius. Ich habe sie dann in den Heizungsraum auf die Heizung gestellt. Also da waren, wie viel Grad das jetzt waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die Sprühdosen handwarm. Und wenn man dann darauf achtet, dass man die so 20-25 cm Abstand einhält, ist draußen natürlich ein bisschen schwieriger. Vielleicht war ich auch ein bisschen dichter dran. Und dann, das habe ich bei Biedenschulze gesehen, wie der sein Trabi lackiert hat, dass man dann so überkreuzt das dann macht. Und ja, ich habe da immer so ein bisschen Problem mit. Ich bin immer ungeduldig. Ich will das immer, dass das sofort und gleich und ordentlich aussieht. Nein.
ruhig geduldig sein und ja, auch wenn da noch ein paar Stellen sind, warten und dann irgendwann später dann ein zweites Mal grundieren. Ich habe hier mal ein Beispiel. So, diese Geschütze sehen ja, ich sage jetzt mal, beim Bauen ja so aus, ne? Hier mit den Ätzteilen noch zu sehen, die Rohre so blank und so weiter und so fort. Und ich habe auch schon mal ein Geschütz einmal grundiert. Eben gerade, ich habe sogar noch mal die Rohre wieder beweglich gemacht, weil die leicht fest geworden sind. Also ist sogar Grundierung da reingekommen, Farbe. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein Unterschied, oder nicht? Und trotzdem, nach der Grundierung sind alle, sage ich erstmal, Details trotzdem noch zu sehen. Auch die Treppen hier, diese Niedergänge, nicht Treppen, Leitern, diese Niedergänge, die matschen nicht zu. Also wenn man dann nicht zu doll, ich weiß, ich muss mich auch immer bremsen, dass ich nicht zu doll und zu viel Farbe mit einmal raufgebe. Aber man muss da bisschen echt geduldig sein und dann funktioniert das auch. Gut, das dazu. Hier im Hintergrund könnt ihr sie schon sehen. Die Scharnhorst steht jetzt auf dem Kopf. So durchgetrocknet ist das bestimmt noch nicht, aber auf jeden Fall, man kann das anfassen. Und ihr seht, ne, kann man eigentlich ganz gut anbieten. Ich habe jetzt nur ein Bullauge habe ich verloren. Das war wohl nicht richtig festgeklebt. Ich muss erst mal gucken, wo das war. Nee, auf der anderen Seite, auf der Steuerbordseite. Auch hier sind die Details, hier sind ja diese Steigeisen ganz hinten schon dran. Ne? Auch die Details sind nicht zugekleistert. Also das geht echt gut. Ich habe ja diese, jetzt habe ich die Grundierung gerade nicht hier. Ich habe sie aber auch schon mal gezeigt von Thunbaumarkt. Diese hellgraue, vielleicht kann man das sogar als hellgraue Farbe verwenden, weil wir ja drei verschiedene Grautöne brauchen. Könnt ihr ja mal dazu was sagen, wie ihr das dann findet. Ich werde vorher mal irgendwann, denke ich mal, einen Vergleich machen oder einen Aufbau schon fertig machen. Und dann kann man das, denke ich mal, ganz gut sehen. Also wie gesagt, diese Grundierung, also ich schwöre da drauf und die macht sich ganz gut. So, werde ich jetzt mal die Teile beiseite packen. Und dann gehen wir mal ein paar Details, was ich hier schon so von Ausgabe 139 gemacht habe. Ich denke mal, die 139 wird mich noch eine Weile beschäftigen, weil nebenbei, also Pfingsten versuche ich zumindest den Rumpf auch mit dem Rot lackiert zu haben. Mal gucken. Da habe ich mir dann extra nochmal besorgt. Und zwar nachher zum Abkleben. Dann nicht irgendein Klebeband oder so nehmen. Ich schwöre auf dieses hier Masking Tape von Tamiya. Gut, man muss jetzt hier nicht unbedingt diesen Spender haben, aber der war leider mit dabei beim Amazon Kaufhaus. Das war der Mitspender günstiger als ohne und auch schneller lieferbar. Das ist dann dieses und wie gesagt, da schwöre ich drauf. Und wenn das ordentlich verklebt ist, dann da rutscht, also da kleckert keine Farbe unter nichts. Man kann natürlich auch das Klebeband verkleben, kann mit der Farbe, die man übergeklebt hat, nochmal an der Kante rübermalen, warten, bis es getrocknet ist, dann die nächste Farbe übersprühen, bloß dann nicht zu lange warten mit dem Abziehen, nicht, dass dann die Farbe da dran anklebt. Also, wie gesagt, ich habe damit die ganze Prinz Eugen so gemacht, meine Goy-Fock so gemacht, also das hat eigentlich ganz gut, nicht eigentlich, das hat richtig wunderbar funktioniert und kann ich nur empfehlen. Gut, wollen wir Luft holen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt mal einmal dichter kommen und dann zeige ich mal, wie ich das mit den Ätzteilen gemacht habe. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt. Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich bin ein Modellbauer, so wie du und ich und der und der. Und ich zeige ihm, wie ich das gemacht habe. Ein paar Erfahrungen habe ich, wie gesagt, mit der Prinz Eugen
schon gesammelt. Ich habe ja von der Bismarck, die Axel später nachher fertig gemacht hat, da hatte ich ja auch schon ein bisschen Ätzteile verklebt und all sowas. Und von der Sache her so ein paar Erfahrungen gemacht, klingt auch blöd, aber naja, man hat schon ein paar Teile davon verklebt und wie gesagt, ich habe gelernt, je ruhiger man bleibt, je besser sieht das irgendwann nachher aus. Als ich die Prinz Eugen gemacht habe, die hätte ich, da hätte ich nicht den Auftrag nicht angenommen, wenn einer gesagt hätte, kannst du mir die bauen. Bei der Scharnhorst war das dann einfach zu sagen, ja, weil, wie gesagt, die Prinz Eugen ich schon einmal gemacht habe. Ich mache jetzt hier, baue jetzt einmal um, mache das einmal ein bisschen ordentlich, den Platz und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Teile ausgeschnitten kriegen und zusammengeklebt, ich wollte gerade sagen, zusammengebackt kriegen. Nee, zusammenbacken wollen wir die, nee, die wollen wir versuchen vernünftig zu kleben. Also legen wir los. Ja, für die beiden, ich nenne sie jetzt mal Radars. Hier steht aus den Teilen 750, 751 und einmal zwei und einmal drei Teile 752, das sind diese hier, entstehen dann die beiden Funkmessgeräte, FUMO, für die Vormaß-Drehhaube. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir die Teile hier rausbekommen. Hier sehen wir schon eine Brücke, hier sehen wir eine Brücke, hier sehen wir eine und hier auch. Jetzt gucke ich immer, dass ich erstmal da die Teile löse, wo ja nichts dahinter ist mehr, also wo das dann schnell verbiegen kann. Deswegen die beiden lasse ich jetzt sozusagen erstmal noch dran. Jetzt habe ich doch erstmal nochmal das spitze Messer genommen, obwohl das hier an der Spitze auch schon einen kleinen Weg hat. Und ja, dann eben hin und dann ganz vorsichtig immer an der Kante lang schneiden. Irgendwann merkt man dann, oh, jetzt bin ich durch. Ja? Dann ist man dann schon auf dem Brett. Wie gesagt, ich habe auf der Schneidmatte funktioniert das nicht so gut, weil die mehr nachgibt wie dieses Plastikbrett. So, andere Seite genauso. So, und dann eben die anderen Seiten. Da kann man ein bisschen döller, also ein bisschen festhalten, ein bisschen döller, dann kriegt man das mit einmal schon durch. Und siehe da, das Teil ist lose. Hier hat er schon einen kleinen Schessler Weng drin, das war dann schon in der Ätzteilplatte so drin. Ja, vielleicht kriege ich das hier ein bisschen wieder gerade gebogen. Ja. So, und dann hat man ja hier kleine, von den Brücken, kleine Überstände noch. Da dann eben, deswegen braucht man diese kleinen Diamantfeilen. Also guckt mal bei Amazon bei Modellbaufeilen. Die haben hier Diamantsplitter drauf. Hier so sieht das Ganze dann aus. Die kosten auch nicht viel. Und dann eben, man muss natürlich bloß ganz kurz halten, fest, schön festhalten und dann ganz vorsichtig. Man braucht auch gar nicht viel Druck machen. Kriegt man dann die Kanten abgeschliffen. Oder abgefeilt in dem Sinne. Oh, hier kann man dann sehen, dass dann hier wirklich nichts mehr dran ist. Man fühlt, kann leicht fühlen, wo das mal gewesen ist. Also so kann auch dann mal von beiden Seiten gucken. Von der Unterseite ist es meist besser zu sehen, was da noch übersteht, was man noch feilen muss. So, jetzt kann ich mich erinnern, zum Beispiel bei der Prinz Eugen kommen ja diese Teile auch vor. Ich denke mal bei der Bismarck genauso. Ja, sind ja alles diese Kriegsschiffe. So, und jetzt haben wir von der Sache her das Teil so. Und ja, in der Beschreibung von der Prinz Eugen wurde dann natürlich noch einzeln gezeigt, wie man was hier machen muss. Also ich würde jetzt erstmal sagen, es werden erstmal die Seiten hochgebogen. Dafür muss man nicht unbedingt diese Tamiya Biegezange haben, aber
Ich bin ganz froh, dass ich mir die gekauft habe. So, dann werden die beiden Seiten hochgebogen. Die sollen 90 Grad sein. Oh, der war ein bisschen viel. Immer noch. So, und dann die anderen Seiten sollen auch hochgebogen werden. So, das könnte man dann einfach so machen. So, hat geklappt. Hier dann genauso. Die Biegekanten sind auch schon vorgegeben. Die sind sozusagen, ich sag mal, perforiert. Oh, und hier hat man dann das Bauteil. So, jetzt werde ich mal die Klinge austauschen. Also, das war auch nicht ganz neu, aber da ist die Spitze eben noch nicht abgebrochen. Und hier habe ich eine ältere, wo die Spitze abgebrochen ist. Ne? Und auch das funktioniert. Nur dann, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier was fest ist. 1, 2, 3, 4. Hier war ja vorhin der andere. 5. Also die sind, finde ich, ein bisschen viel. Aber hier muss nachher, das wird nachher kompliziert, nicht kompliziert. Hier müssen wir zweimal knicken. Einmal hier und einmal hier. Ne? Mal gucken, wie das wohl wird. So, und jetzt kann man dann beigehen und dann geht man eben versucht ein bisschen dicht ans Teil ranzugehen und dann eben nur runterdrücken. Also nicht so wie vorhin so ziehen, wie ich gezeigt habe, sondern eben nur runterdrücken. Dann macht das gleich knack. Und das ist eben hier, die Seiten von dem Messer sind ja angeschrägt. Also das ist ziemlich dünn. Und dann kommt man da auch rein, um die Teile dann zu trennen. Kann man schön sehen, was ich hier tadderig habe. Hier ist er noch ein bisschen fest. So, siehst du wohl. Dann haben wir das Bauteil auch rausgeholt. Also ich zeige jetzt nicht unbedingt gleich, wie das jetzt das Teil jetzt zurecht gebogen wird. Das haben wir bei dem anderen gesehen. So, und jetzt wollen wir hier nochmal diese Teile rausholen. Könnte man ja hier vielleicht gleich alle das hinkriegen. Alle mit einmal. Im Idealfall kriegen wir das jetzt hier abgebrochen, weil ich sag mal so, feilen müssen wir da ja nachher sowieso. Aber dann hätten wir gleich alle mit einmal. Oh, habe ich ja schon 20 Mal gebogen. Jetzt könnt ihr mir ja eigentlich den Gefallen tun und abgehen, ne? Einer ist schon ab. Naja gut, der zweite ist ab. Er tut mir dann nicht so den Gefallen. Oh, jetzt sind die Teile ab. Ja, und dann seht ihr hier noch viele Kleinteile. Ja, da werden wir dann nachher noch später irgendwann richtig Freude dran haben. So, und dann eben hier dann alle einmal trennen. Erst die eine Seite. Also ihr seht, das geht auch mit einer abgebrochenen Klinge. So, siehst du wohl. Und jetzt brauchen wir ja für diese Plattform 3 Stück. Jetzt kann man natürlich auch noch beigehen. Jetzt sind ja teilweise ganz schön die Brücken ganz schön lang da dran, ne? Könnte man dann auch beigehen mit dem Bastelseitenschneider und dann da einmal noch ein bisschen abschneiden,
Aber aufpassen, nicht zu viel. Im Zweifelsfall unter der Lupe. Ja, Axel würde jetzt sagen, nein, das macht man mit meiner Bastelschere. Ich weiß genau, wenn er das jetzt hier sieht, sagt er mir das sowieso nochmal. Also hier hätten wir dann die Bastelschere und auch das geht. Kann man ganz dicht rangehen und das dann abschneiden. Also ganz ab kriege ich es jetzt auch nicht. Ja, hier fast. Also, wie gesagt, Alternativen gibt es genug. Man muss dann für sich rausfinden, was man dann eben am besten findet. Und wie gesagt, hier beim Feilen dann ohne großen Druck, je kleiner die Teile werden oder je filigraner, je eher passiert das dann, dass sie dann verbiegen. Und ja, das wollen wir ja nicht. So, ich feile mir dann jetzt die Teile dann erstmal zurecht. Und dann können wir uns das später anschauen, wie das dann hier auch noch weiter verklebt wird. Wie die dann wachsen die Teile. Ja, die Querstreben, so nenne ich die jetzt mal, also diese Halterung, die habe ich jetzt alle einmal gefeilt, die Brücken. Und hier sind schon die ersten beiden eingeklebt. So, ein bisschen Luft holen müssen wir. Ich habe jetzt hier, die beiden Flanken sind jetzt nicht mehr 90 Grad, weil dann passen die hier nicht richtig rein. Und hier ist auch zu sehen, dass da eine kleine Schmiege ist. Und diese Querbauteile sollen jetzt, hier wo das zweite Loch ist außen, da sollen die dann hin. Also hier der letzte sozusagen. Mal gucken, dass wir das da... Ich arbeite hier auch gerade unter meiner Lichtlupe, damit man das überhaupt hinbekommt. Und ja, ich habe getroffen. Vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen mehr zoomen, damit man das vielleicht, damit ihr das vielleicht auch sehen könnt. Oh, ist alles ein bisschen verschwommen. Also auch da das Bauteil dran. So, jetzt kann ich mal die Lichtlupe wieder ein bisschen höher nehmen. Und zwar wird das Ganze jetzt dann mit flüssigem Sekundenkleber festgeklebt. Da habe ich dann auf dem Zahnstocher mir hier ein bisschen was rauf gemacht. Und jetzt ist das Teil rausgegangen. So, ich hoffe, dass ich jetzt wieder das Richtige getroffen habe. Oh, geht auch, ging auch mal ohne Lichtlupe. Also, flüssigen Sekundenkleber ist hier drauf und auf dem Zahnstocher. Und den lassen wir hier dann ein bisschen reintropfen. Ja, wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Das ist schwierig, das alles so zu zeigen. Wichtig ist eben nicht zu viel zu nehmen, und wenn man hier draußen von draußen so ein bisschen reinmacht. Ich sag mal so, wir wollen ja da dran ja, kein Auto hochheben oder wie auch immer. Jetzt muss ich mal gucken, ist mit dieser hier, dieser Schenkel, ob ich den noch wieder ein bisschen zurückgebogen kriege. Ja, ging vielleicht hier außen noch ein bisschen. Ja, so, das ist dann sozusagen die erste Funkenmess, das erste von den beiden Funkenmessgeräten. So, hat doch ganz gut geklappt, finde ich, ne? Kann man anbieten, nichts verschmiert.
So, jetzt bei diesen, nur den Zoom wieder ein bisschen rausnehmen, beim zweiten Teil, da habe ich dann jetzt festgestellt, wie mache ich das am besten, dass man das Ganze hier umbiegt. Das müssen ja zwei Knicke sein. Und ja, das Einfache ist eben, ja, also ich weiß nicht, wie man das jetzt ohne Werkzeug machen sollte. Man hält das Ganze auf Position, hier ist dann sozusagen, habe ich hier eine lange Biegezange. Und das dann sozusagen nur dieser Überstand, der soll jetzt gebogen werden. Jetzt muss man das ordentlich festhalten, was ich eben nicht gemacht habe. Genau an der Biegekante. Weil der zweite Knick lässt sich viel, viel einfacher machen. So, und jetzt können wir dann eben hier das Ganze umbiegen. Gucken, dass das dann bisschen ordentlich und gleichmäßig aussieht. Ja, natürlich wieder raus aus dem Bild. Und dann ist es eben jetzt eben einfach, das Ganze hochzubiegen. Ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass das zu weit ist. Aber das gucken wir gleich mal. Ich werde die wieder zurück machen. Weil zu oft hin und her darf man aber auch nicht. Wir müssen erst die Seiten hochbiegen, weil wir hier von diesen Querträgern auch wieder welche einbauen wollen, sollen, dürfen. Und das ist, also hier ist es jetzt echt extrem schwierig, das zu realisieren, weil das ist hier alles so filigran. Mal gucken, wie ich das festgehalten kriege. Dass wirklich nur das Bauteil sich biegt. Einigermaßen. Und ihr seht, ne, hier hinten, da hat das alles ein bisschen gelitten. Also als Tipp resultiert hier draus, dass man erst die Seiten hochbiegt. Dann guckt eben, dass das alles wieder ein bisschen ordentlich ist. Weil wir ja hier jetzt noch, naja, das soll mich wundern, wie das nachher ordentlich gerade aussieht. Weil wir diese Querbauteile ja auch noch einbauen wollen. Gucken, wie das jetzt hier passen würde. Ja, natürlich nicht. Na doch, ein bisschen. Also ich baue die beiden Bauteile jetzt ein, wie ich das hier gemacht habe, das haben wir ja an dem Bauteil gesehen. Baue die beiden Teile ein und dann, weil hier bin ich zwar im zweiten, aber hier im dritten, also ich muss noch ein weiter rüber und dann dieses hier auch noch und dann präsentiere ich euch, gucken, dass das dann einigermaßen aussieht. Aber ihr seht, man muss damit sehr, sehr viel Geduld beigehen. So, die beiden Funkmessgeräte sind dann soweit fertig. Bei dem, es war wirklich nicht einfach, weil er ließ sich nicht da biegen, wo die Perforation war. Also das war schon ziemlich, naja, aber letztendlich zum Ende hin haben wir dann doch ein ganz gutes Ergebnis hinbekommen. Ein weiteres Bauteil wurde schon vorher hier fertig gemacht. In Ausgabe 139 und zwar eine EMS Drehhaube. Wieder rauszoomen. Und zwar war das dann hier so ein Plastikteil, hier, so wie hier auch mitgeliefert. Und dann aus der letzten oder vorletzten Ausgabe zwei Zinkdruckgussbauteile. Ja, da muss ich leider sagen, die haben auch nicht
zueinander gepasst. Also da musste ich hier einmal hier oben, damit das Plastikteil überhaupt rauf geht, musste ich den runden Kranz hier oben fast wegschleifen. Und hier drinne dann, das soll ja übereinander gesteckt werden, hier drinne ist auch ein Überstand, wo das obere Teil rübergehen soll. Auch das habe ich fast in voller Gänze wegschleifen müssen, damit das Ganze dann hier zusammenpasst. Und dann wurde das mit Sekundenklebergel geklebt. So, und dann haben wir das sozusagen soweit fertig. Jetzt könnten wir nochmal am Gefechtsmast was tun. Überlege ich mir gleich, ob ich das noch mache, weil ich habe Schiss, dass das Video hier ein bisschen zu lang wird. Mensch, das ist ja, artet ja heute richtig aus mit was zeigen, ne? Im Gegensatz, na gut, in anderen Ausgaben habe ich nichts gezeigt, dafür habe ich ja einen auf den Deckel gekriegt, ne? Nein, ich lasse mir keinen auf den Deckel geben. Der, den ich meine, der weiß schon Bescheid, der kann schreiben, was er will, mir egal, ich antworte da nicht mehr drauf. Wenn das dann anfängt, ein bisschen beleidigend zu werden und so, dann tue ich mir das nicht mehr an, solche Leute brauche ich nicht. So, in dieser Ausgabe habe ich ja hier diese kleine Plattform gefertigt und die kriegt dann hier ihren Platz. Ich musste diesen kleinen Schlitz hier, den habe ich noch mal ein bisschen vergrößert. Also guckt jetzt hier nicht genau drauf hin, dass hier ist das nicht alles so hundertprozentig, aber ich gebe euch Brief und Siegel, wenn da Farbe drauf ist, dann sieht das schon wieder viel besser aus. Und das passt dann hier genau rein. Also können wir das Ganze, dann wird hier das ein Sekundenkleber reingemacht. Und jetzt müsste ich mal gucken, wie ich das Bauteil ablege. Das ist nämlich alles so eine Sache. Und hier machen wir auch ein bisschen Sekundenkleber ran an die Kanten, die nachher kleben. Hier nicht die Podesthalterungen oder Konsolen nicht vergessen. Auch die werden ja angeklebt. So, jetzt ist hier überall Kleber dran. Mal schnell reagieren, dass wir das einmal anhalten. Denn auch von unten zu sehen, ne? Alles dran. So, jetzt wird das schnell ankleben quasi. So, und dann kommt noch eine weitere Plattform, die wir ja vor langer Zeit schon mal gefertigt haben. Das ist diese hier. So, und da muss ich natürlich erstmal gucken, Passprobe machen. Vielleicht hätte ich mal die Klemme von der anderen Seite machen sollen. Hauptsache, das hält alles so. Und dann könnten wir ja mal gucken, auf welcher Höhe dann die Plattform angebaut wird. Aha, hier ist so ein Strich drauf. Der könnte hinhauen. Die Frage ist jetzt natürlich, passt das alles darüber? Muss mal schauen, weil hier ja so ein Haufen Leitungen dran sind. Und hier sind auch in der Plattform sind auch Ausschnitte drin. Das heißt aber noch lange nicht, dass das alles passt. So, das kann ja nur so. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Also auch hier werden wir mal, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da jetzt ein bisschen Gel ran mache. Ob das dann vielleicht dann besser hält. So. Dafür nehmen wir dann natürlich einen anderen Zahnstocher. Und jetzt mache ich mir mal hier überall ein bisschen Gel ran. Ah.
Also Sekundenklebergel, ne, mache ich hier ran. So. Schauen, dass ich jetzt die richtige Position finde. Da soll das da genau da unter. Ich glaube, das sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Das haut dann noch besser hin. Also die Markierung, die hier ist, das, genau darunter sollte die Plattform. Ja, jetzt bin ich natürlich aus dem Bild. Seid ihr nicht mehr so im Bilde. Ich glaube, jetzt habe ich die richtige Position gefunden. Jetzt muss das natürlich alles nur noch ordentlich festkleben. Gucken, ob das auch gerade aussieht. Ja. Wie gesagt, das sind alles nachher kleine Details. So, also auch die Plattform ist angeklebt. Ich glaube, nee. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie halte ich das Ganze? Weil jetzt auf den Kopf stellen kann ich auch nicht, weil dann bricht mir hier wieder was ab. Ach, das ist alles nicht so einfach. Aber wenn das einfach wäre, dann könnte das ja jeder und nicht nur wir Modellbauer. Na? Gut, also schnell beiseite stellen. Was haben wir als nächstes? Ja, wir könnten noch, wir müssen für diesen Gefechtsmast noch einen kleinen Mast, den Fockenmast herstellen. Die obere Spitze hatte ich ja schon. Ja, aber das wird dann, also für heute soll es jetzt eigentlich genug sein. Ich kann ja euch mal zeigen, was demnächst so folgen wird. Und zwar werden hier kleine den hier für den Hauptartillerie-Leitstand werden aus Ätzteilen werden dann kleine Richtgeräte hergestellt. Hier könnt ihr das sehen. Ja, aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bauteilen. Und ja, ich weiß, dass das bei der Prinz Eugen kleine Druckgussbauteile waren. Hier könnt ihr sehen, hier werden dann noch kleinere gebraucht. Periskope, die werden dann auch jeweils aus 4 Bauteilen. Also, und das ist schon, das ist das, worüber ich gemeckert habe. Nein, ich meckere jetzt nicht mehr. Gut, also ihr wisst Bescheid. Ausgabe 139 ist in Action. Ne? Es geht immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich euch wenigstens die Bauteile gezeigt, wie die hergestellt werden. Das eine ist etwas schöner geworden. Die kommen nachher aber so zusammen. Habe ich gerade eben gesehen. Na, wo war das? Wo war das? Und kommen nachher hier mit ran an dieses Bauteil. Und zwar so, aha, so rum. So rum kommt das Ganze nachher. Und die beiden Bauteile kommen dann hier nachher so. Ah, so rangeklebt. Das kann ich ja nachher mal. Das werde ich nachher schon mal machen. Und wie gesagt, wenn ihr was Neues wissen wollt, mal das Schiffsmodellbau auf Facebook. Gibt es eine Seite und da kommen dann ab und zu ein paar neuere Bilder. Achso, das wollte ich noch zeigen, da habe ich ja letztes Mal ja auch mich ein bisschen mokiert, nicht, dass die kleinen Otter auch noch einzelne Bauteile sind. Nein, die Otter sind schon fix und fertig.
Hier sind noch mehr. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3 Stück. 3 Metallspritzgussteile, Zinkdruckgussteile. Gut, die Qualität, darüber lässt sich streiten. Aber ich bin froh, dass ich da jetzt nun nicht noch das aus mehreren Bauteilen machen muss. Ja, Teil 1 der Ausgabe 139. Ein bisschen was konntet ihr sehen, was ich schon gemacht habe. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen die Angst nehmen, hier mit diesen Ätzteilen umzugehen, dass das, wenn man das vorsichtig macht und mit dem Messer gut hinbekommt und wie gesagt, nicht gleich, gerade mit einer neuen Klinge, mit einer spitzen Klinge, nicht wie so ein Irrsinniger, wollte ich gerade sagen, so durchdrücken, sondern wirklich vorsichtig langritzen, dann ja, funktioniert das Ganze. Also für mich funktioniert das so. Wie gesagt, jeder hat da so seine Tricks. Gibt es verschiedene. Ja, das war... Ja, das Video ist im Grunde genommen nur deswegen entstanden, weil ein paar Fragen aufgetaucht sind. Und dann nochmal, also wenn irgendeiner von euch irgendwas sehen möchte, speziell jetzt gerade bei der Scharnhorst, kannst du mal genau zeigen, wie du dies und das gemacht hast oder wie du das machst, dann bitte gerne in die Kommentare, dann versuche ich darauf einzugehen, aber nicht hier pampig von oben herab mir einen verbalen Arschtritt verpassen. Das tut nicht Not und wie gesagt, wenn sowas nochmal vorkommt, ich reagiere da absolut nicht drauf. Und ihr müsst immer dran denken, so wie ich jetzt ja Videos mache und darüber erzähle, jeder kann das sehen und alle Kommentare, die geschrieben werden, die stehen auf der Litfaßsäule bei euch vor der Haustür. Also darüber denkt mal nach. Und vielleicht sollte man so kommunizieren mit jemandem, wie man selbst, wie man mit sich selbst, also wie man von einem anderen auch angesprochen werden möchte. Nämlich vernünftig und ordentlich und kultiviert und zivilisiert. So wollen wir das doch alle handhaben. Gut, ja, mir fällt halt eben sowas ein und sowas lässt mich leider nicht kalt, wenn man mich so blöd von der Seite anmacht. Und ja, ich glaube, wenn man sich gegenüberstehen würde, würden alle vernünftig miteinander reden. Und das mit dem Schreiben ist immer alles so eine Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen die Angst genommen habe vor diesen Ätzteilen. Ganz so schlimm ist es eben nicht. Man muss eben Geduld haben, man muss geduldig sein und das Ganze vorsichtig machen, auch wenn mal was nicht hundertprozentig funktioniert. Ihr habt gesehen, dass wenn da schon mal die Grundierung drauf ist, dass das Ganze schon einen ganz anderen Blick macht, schon ganz anders aussieht, viel, viel schöner aussieht, wie man das eigentlich vorher ja, so die Empfindung hat. Ne, wenn das jetzt so aussieht, so golden und ich weiß ganz genau, dass hier mit einigen Bauteilen hatte ich echt Schwierigkeiten, das vernünftig hinzubekommen. Und dass man dann, wenn da nachher dann Farbe dran ist, dass das dann viel, viel schöner aussieht. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn ein Modell nachher fertig ist. Ich sehe das bei meiner Prinz Eugen, die ist da oben, könnt ihr jetzt so nicht sehen. Da hat ein fertiges Modell hat so viele Eyecatcher, wenn man natürlich jetzt Fehler sucht oder Ungereimtheiten sucht, dann findet man die. Das ist natürlich klar. Geht mal, wenn ihr die Chance habt, fahrt nach Hamburg ins Internationale Maritime Museum von Peter Tann, der leider nicht mehr unter uns weilt. Guckt euch das Museum mal an, guckt euch die ganzen Schiffsmodelle an, die sind von, ich will jetzt nicht unbedingt sagen von Profis gemacht, aber von langjährigen Modellbauern gemacht und die guckt euch mal ganz genau an. Und wenn man will, dann findet man immer ein bisschen was. Und so ist das auch bei meinen 1:1 Modellen. Das sind ja keine Modelle bei den richtig großen Schiffen. Also wenn man will, findet man immer was, was nicht in Ordnung ist und unterm Strich ist es trotzdem alles in Ordnung. Also keine Angst davor, mit Ruhe und Spucke dabei gehen.
Und dann klappt das dann schon. Und dann, wie gesagt, wenn man Probleme mit dem Kleber hat, hatte ich am Anfang auch, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ich nutze jetzt nicht die Pipetten von den Kleber, von den Klebdosen, ne, die hier drin sind. Die sind zwar auch sehr klein, aber es ist besser, sich so einen kleinen Vorrat zu machen, in so einen alten Blister, kleines Döschen, Marmeladendeckel oder wie auch immer. Und dann eben mit dem Zahnstocher punktuell dann den Kleber auftragen und dann ärgert euch der Kleber nicht mehr. Gut, jetzt kommen wir zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem langen Video. Hat ja dann doch ein bisschen gedauert. Stellt euch vor, ich hätte euch alles von Ausgabe 139 gezeigt. Also, naja, das Video würde Stunden gehen. Nochmal den Aufruf, wenn ihr irgendwas genau wissen wollt, sehen wollt, sagt mir bitte Bescheid. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.